So. Gar keine Chance gegen meinen Panzer. Gehen alle voll schnell down. Er ist sowieso Apfelmus jetzt. Nein! Ich dachte schon. Nein, 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 nein. Ach so, okay. Er ist in einer anderen Ebene. Ja. Geh kaputt. Nein. Oh. Langsam mache ich den platt. Gar kein Problem für mich. Ja, das bestärkt nur meine Vermutung, dass der erste Teil schwerer ist als der zweite. Die Bosse sind einfach nur hartnäckiger. Beim ersten Teil war ja nur der erste Boss hartnäckig. Ach, der letzte meine ich. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und da der immer hier im Rhythmus schießt. Ach, die kann man auch noch kaputt schießen. Dann kann es mir auch egal sein. Ups. Ja, ab und zu muss man dann auch mal ein Leben lassen. Und dann auch mal jemand anderen nehmen. Das ist vielleicht eine Männersache. Ja. Der Einäugige. Und ich habe jetzt meine 9 Credits aufgebraucht und bin mit Mission 4 schon zu Ende. Ohne große Probleme. Mit ein bisschen Übung schaffe ich das vielleicht mit der Hälfte an Credits. Außer die Slowdowns machen wir einen Strich durch die Rechnung. Weil das Spiel hat... Der Typ hier wird gleich noch fett. Schwöre ich dir. Schweinchen hier noch. Ah! Wie viele Granaten, ey. Ach nee, Moment. Ein Credit sind hier 3 Leben, glaube ich. Im anderen sind es nur 2. Das könnte es sein. Ich glaube, die letzte ist auch eine Dame. Das schaue ich mir gleich auch nochmal an. Ja, hier ist ein Credit 3 Leben, deswegen komme ich besser voran. Das klärt einiges. Ja. Der Automat ist hier ein bisschen spendabler. Alter. Den toten Winkel von euch nutzen hier. Ups.
Alter, ist hier viel los. Wenn viel los ist, dann spackt die Emulation rum. Vielleicht brauche ich einen neuen Rechner. Ich frage mich, wie das auf meinem Netbook laufen würde. Ich probiere das gleich mal aus. Ach, ich brauche Credits. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Mädel. Aber ein brünettes. Finde ich, glaube ich, sogar persönlich besser. In irgendeinem Teil war doch so ein brünettes, gebrilltes Mechanikermädchen. Das fand ich ganz nett. Ein bisschen nerdig. Nein! Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Wenn man die ganze Zeit nur einen Knopf drückt zum Schießen, dann lässt irgendwann die Konzentration nach. Und dann rennt man auch gerne mal ins Feuer. Deswegen, das klärt, wieso ich zum Teil hier so richtig blöd in die Kugeln renne. Die hat ein kleine Axt. Kleines Tomahawk-Ding. Sieht auf jeden Fall so aus, manchmal. Apropos Tomahawk. Assassin's Creed 3 kommt bald. Darauf freue ich mich irgendwie. Da möchte ich mit dem dritten Teil möchte ich in die Serie einsteigen. Mit dem ersten Teil. Ne, den konnte ich nicht mehr spielen. Der ist. Ne. Der ist spielerisch einfach nur langweilig. Für mich. Oh, fett. Der Laser scheint übel zu sein. Nein, der Laser war so krass. Brauchen Laser. Nee, irgendwie ist die Blondine doch sympathischer in diesem Fall. Weiß nicht. Hat sich mein Frauengeschmack wohl innerhalb eines Let's Plays komplett geändert. Ja, wegen Metal Slug werde ich jetzt mein ganzes Leben lang nur noch nach Blondinen suchen. Nee. Ich werde niemanden suchen. Spaß. Hab ja schon jemanden. Seit 5 Jahren. Zu viele Kugeln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht hier viel los. Boah. Da bin ich mal krass geskillt aus der Sache rausgekommen. Oh. Aber cool, dass man hier 3 Leben hat pro Credit. Also für mich ist es ja egal, aber ich meine nur so für. Für Dings. Für den Automaten. Für den richtigen Automaten. Boah, war das knapp. Schweinchen nehme ich noch mit. Den Automaten, also da spart man schon Geld. Da bekommt man schon ordentlich viel für sein Geld eigentlich.